Hallo meine Lieben, eine spontane Impulslegung, also gar nicht viel Geschnecke, gar nicht viel drumrum. Ich habe die letzten Tage einige persönliche Legungen gehabt, wo derjenige gesagt hat, ah, es ist mir eigentlich zu spontan, ich will da nochmal drüber nachdenken oder ah, lieber nächsten Monat, passt finanziell besser. Aber wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt und nicht deswegen, weil ich keine Termine habe, ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass meine Deadline zum Jahresende immer näher rückt und ich gar nicht mehr so richtig weiß, wie ich persönliche Termine am Telefon auf die Reihe bekommen soll. Und es gab so die ein oder andere unter euch, die echt überrascht war, weil ich wirklich auch mit Botschaften aufgewartet habe, die mal Aktion bedeutet haben. Also wo es nicht ja, aus meiner üblichen Richtung kam, halte dich zurück, bleib im weiblichen Prinzip, du bist die Empfangende, warte darauf, dass er kommt, dass auf der anderen Seite etwas passiert, sondern da ging es wirklich darum, mit ganz konkreten Vorschlägen, was kannst du tun. Ja? Und dieser Impuls zieht sich eigentlich so die letzten paar Tage fort und hat mich dazu geführt, mal wieder ein Dreiergespräch zu machen. Haben wir lange nicht gemacht. Dreiergespräch, da geht es darum, dass er was zu sagen hat, dass du das kommentierst und das Universum oben drüber steht und auch sein Senf dazu gibt. Ja? Das legen wir mit den Eulen, mit der blauen und der silbernen Eule aus dem Urania Verlag. Und das Universum stellt natürlich die Stanley Gilded Brewery Lennon Law-Karten von Giro Marchetti da. Ich habe übrigens heute meine Brille irgendwie liegen lassen. Ich bin seit ein paar Tagen ja nun wirklich Kleinsichtbrillenträger und schaffe es auch irgendwie nicht mehr, was anderes wahrzunehmen. Also ich sehe nicht mal die Zahl jetzt, wie viele Minuten ich schon gequatscht habe. Aber irgendwie bin ich es halt noch nicht gewohnt, wenn ich angemalt bin, danach aus dem Bad zu springen und meine Brille mitzunehmen. Also, muss mal gucken. Ich hoffe, wir legen ja mit den Lennys, da muss ich nur die Zahlen erkennen, dann ist alles gut. Da steht nicht so viel Text drauf, aber wenn ich dann hier irgendwelche Textkarten noch nehmen sollte, dass ich auch die richtigen Botschaften vorlese und nicht wieder vor euch rumstottere. So, also, nicht viel rumschnacken, habe ich gesagt, es geht los. Es geht los mit einem Gespräch. Ich mische die erste Runde jeden Stapel und die erste Karte darf springen und dann ziehen wir von oben die weiteren Karten aus dem Stapel. So ist der Plan. Manchmal greife ich wieder zum Stapel und mische neu. Das ist dann ganz unbewusst und soll aber so sein. Nur mal so zur Erklärung, weil mir das jetzt nicht das erste Mal passiert ist, dass ich Spielregeln festlege, an die ich mich selber nicht halte. Ja, ich starte mit dem, was er zu sagen hat, weil schließlich habe ich ja einen Impuls bekommen. Er hat irgendetwas zu sagen. Was möchte er dir denn sagen? Was brennt ihm auf der Seele? Ja, da gibt es ganz viel. Er macht sich ganz, ganz viele Gedanken. Wir haben also zwei Karten bekommen. Wir haben die Wolken und den Schlüssel. Er macht sich unheimlich viele Gedanken und das sind auch sorgenvolle Gedanken dabei. Ne? Er ist so ein bisschen im Gedankenkarussell, er weiß nicht so richtig, wie die Lösung aussehen soll. Er arbeitet an einer Lösung. Er arbeitet an einer Lösung mit dir und ja, sagt deswegen, ja, ich möchte das mit dir hinkriegen. Ich möchte das mit uns hinkriegen. Mir ist langsam bewusst, wie wichtig du in meinem Leben bist. Auch wenn da vielleicht jetzt jemand anders dazwischen gekommen ist und du das Gefühl hast, dass ich schon immer danach schaue, wo der Rasen grüner ist, ist das definitiv nicht so. Ich bin einfach unsicher. Ich habe so viel in früheren Leben mit meiner Mutter und in früheren Partnerschaften erlebt, was mich geprägt hat, was mich einfach vorsichtig gemacht hat, was mich ängstlich gemacht hat, was mich egoistisch gemacht hat, was mich auf mich besinnen lassen hat und demnach immer wieder Zweifel auch an einer neuen Partnerschaft hervorbringt. Ich weiß, das ist dir gegenüber jetzt nicht fair, weil du nichts dafür kannst, wie die anderen waren, aber ja, du weißt halt, gebranntes Kind scheut Feuer, wenn man einmal auf den Herd greift und sich die Finger verbrennt, fällt es einem schwer, locker und leicht darüber hinwegzusehen und es einfach nochmal zu tun. Und genauso fühle ich mich mit dir. Ich möchte dich nicht verlieren. Du bist mir unglaublich wichtig. Du bist der Schlüssel zu meinem goldenen Käfig.
ich brauche dich, aber ich habe absolut keinen Plan, wie das mit uns funktionieren kann. Tja, das ist ja mal was. Was sagst du dazu? Du willst auch zwei Karten legen. Ich weiß, dass wir uns aus früheren Leben kennen und ich weiß, dass es auch in früheren Leben Situationen gab, die nicht einfach waren. Deswegen bekommen wir jetzt diese Aufgabe erneut. Ja? Du bist der alte Bär, du bist die alte Seele, die ich schon lange kenne. Das spüre ich, das fühle ich und das weiß ich aus Rückführungen, die ich gemacht habe, wo ich gesehen habe, wie wir uns begegnet sind. Und du hast dich damals, aus welchen Gründen auch immer, schon nicht für mich entscheiden können. Und das ist einfach das, was es auch mir schwer macht, immer weiter daran festzuhalten. Das Universum sagt: ja, die wollte nicht so richtig, aber die. Das Universum sagt: hier scheinen klärende Gespräche notwendig zu sein. Ja, also ihr seid auf unterschiedlichen Pfaden gerade unterwegs, die noch nicht zur gleichen Kreuzung führen. Und deswegen ist es notwendig, dass man einfach ehrlich, offen darüber spricht, was jedem von euch wichtig ist, wohin der Weg gehen darf, ob es einen gemeinsamen Weg zusammen gibt. Aber wichtig ist dafür, dass ihr euch seht, dass ihr sprecht, dass ihr offen und ehrlich seid. Siehst du? Schon wieder gemischt und ich wollte eigentlich nur ziehen. Der Hund und das Kreuz. Ja, wie du sagst, die alten Seelen. Ne? Wir sind Seelenpartner, das ist mir mittlerweile klar geworden, sagt er. Wir haben ein untrennbares Band miteinander, was uns mal in die eine und in die andere Richtung zieht. Und ich spüre aktuell, dass du das Band in die Richtung loslassen ziehst, dass du keine Lust mehr darauf hast, ewig zu warten, dass du unsicher bist, was ich überhaupt will, ob ich dich will, ob wir das zusammen hinkriegen. Du hast viele Monate, viele Jahre damit verbracht, daran zu glauben, darauf zu hoffen, dass das mit uns funktioniert. Und ich weiß, dass ich für dich aktuell eine schwere Belastung bin, dass ich eine große Belastungsprobe bin, dass das einfach unser Karma ist, dass wir es hinkriegen sollen und beide keinen Plan haben, wie es funktionieren kann. Tja, so sieht's aus, ne? Was sagst du dazu? Dir fehlen erstmal die Worte. Was soll man dazu sagen? Ja. Weißt du, ich habe so lange an dir festgehalten. Ich habe alles mitgemacht, weil ich immer dachte, du brauchst einfach nur Zeit, um deine Dinge zu regeln. Du brauchst Zeit, um deine geschäftlichen, um deine finanziellen Probleme auf die Reihe zu kriegen. Du brauchst Zeit, um wieder in deine Kraft und Stärke zu kommen. Ich habe immer an dir festgehalten. Ich habe immer an dich geglaubt. Ich habe immer auf dich vertraut. Und plötzlich kommst du da mit einer anderen um die Ecke und erzählst mir auch noch von ihr. Ist das nicht eine Frechheit? Wie findest du das? Ach, Universum, Entschuldigung. Was sagt das Universum? Naja, da ist wohl gerade ein bisschen Beef, ne? Also die Situation scheint euch beide so ein bisschen... Ihr seid blockiert, ihr seht die Hindernisse eher, als dass ihr es hinkriegt. Ja? Davon sprecht ihr ja auch die ganze Zeit. Dass ihr nicht wisst, wie ihr die Lösung, die ihr wollt, also ihr wollt schon beide aneinander festhalten. Ihr wollt beide etwas gemeinsam hinkriegen. Ja? Aber ihr wisst noch nicht was und ihr wisst noch nicht wie. Und solange, wie ihr das nicht wisst, wird es da auch kein Vorwärtskommen geben. Solange werdet ihr immer nur auf Berge, auf Hindernisse, auf Probleme schauen. Mann, 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 was für schwere Energien. Aber ja, um die Vollmondzeit herum ist es einfach so. Ich mische schon wieder. Kann das nicht mal aufhören? Jegliche Regeln außer Gefecht gesetzt. Ich mache jetzt, was ich will mit den Karten.
So. Also, Ihre Frage war zuletzt, warum hast du dich jetzt auch noch für eine andere entschieden? Ja, weil ich irgendwo mit meinen Gefühlen hin musste und das ist echt eine fiese Antwort. Und weil ich auch finanzielle Schwierigkeiten hatte und sie mir da rausgeholfen hat. Also die hat mich finanziell unterstützt, sie hat mir beruflich, geschäftlich geholfen. Damit kam das alles wieder so in den Fluss und irgendwie, wenn man sich täglich sieht und sie ist einfach auch eine attraktive Frau, dann kamen einfach auch Gefühle hoch. Na klasse. Ja, da kamen Gefühle hoch und ja, jetzt fragst du mich nach einem Neuanfang mit mir, was soll das? Zu tun, sie hat mit dem Geschäft zu tun, sie hat mit einer Praxis, mit geschäftlichen Verbindungen zu tun, sie hat beruflich mit ihm zu tun und deswegen finden auch diese Treffen statt oder deswegen ist man sich auch näher gekommen oder deswegen hat man das Gefühl, dass man da auch irgendwelche Gefühle aufgebaut hat. Gut, jetzt ziehe ich von oben. Ja, und ganz ehrlich, sind die Wege. Und ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ich weiß, dass wir eine sehr starke Verbindung miteinander haben. Ich weiß, dass das was zu bedeuten hat. Es gab aber auch Gründe, warum wir die letzte Zeit nicht zusammengefunden haben. Und ja, das mit ihr, das ist neu, das ist frisch, das ist schön. Aber ich weiß auch nicht, ob sie es ist. Ja. Unverschämtheit. Gut. Halt mich zurück. Persönliche Meinung und Bewertung nicht erwünscht. Ja, hier mische ich wieder. Also, gut, ich ziehe von oben. Ja, ich werde mich dann erstmal zurückziehen. Ich werde mich dann erstmal in meiner gewohnten Umgebung aufhalten. Ich werde einfach die nächste Zeit bei mir bleiben. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ziemlich sprachlos. Wie ich dir schon gesagt habe, ich habe über lange, lange Zeit zu dir gehalten. Ich habe dir Zeit gegeben. Ich habe dir Zeit gegeben, die Dinge zu verstehen, was das mit uns ist. Ich habe dir Zeit gegeben, deine beruflichen und finanziellen Probleme zu lösen. Sie scheint dir wichtig geworden zu sein, auch wenn sie einfach mal so dazwischen funkt, aber weißt du was, ich bin für niemanden eine Option gewesen. Ich bin für keinen Mann eine Option und ich werde es niemals sein. Also wenn du der Meinung bist, immer danach zu schauen, wo das Gras grüner ist, bin ich die falsche Person. Das Universum spricht von Loslassen. Es ist, glaube ich, Zeit. Es ist, glaube ich, Zeit loszulassen. Es ist, glaube ich, Zeit, sich abzuwenden, sich zu transformieren und zu schauen, was das mit euch macht. Ja? Jeder für sich schauen, worauf man sich einlässt, wenn man den anderen nicht mehr hört, nicht mehr spürt, nichts mehr kommt, wenn man dem anderen seinen Lauf lässt. Ja? In dem einen oder anderen Fall kommt derjenige zurück, weil er es versteht. In dem einen oder anderen Fall wird es neue Wege geben, wird es neue Möglichkeiten geben. Ich möchte noch einen Abschluss haben von ihm. Ja, die Schlange ist mir aktuell näher. Du hast ja auch selber gesagt, du willst das nicht, du willst nicht auf mich warten und du möchtest keine Option sein, du möchtest nicht, dass ich mich zwischen euch entscheiden muss. Wir arbeiten zusammen, sie wohnt in meiner Nähe und von daher
habe ich mich aktuell erstmal für die Schlange entschieden. Wenngleich das auch bedeutet, dass diese Verbindung nichts Dauerhaftes sein wird. Und was sagst du dazu? Ja, es tut sehr weh, es fühlt sich nach Verlust an. Ich bin schon angefressen, ich habe dir die Situation jetzt schon erläutert. Wie ich es aus meiner Sicht sehe, es tut weh, dass du dich für eine andere entscheidest, zumal es schon mal so war, es schon in einer früheren Inkarnation so war, dass du dich für jemanden anderes entschieden hast und ich genau dieses Gefühl momentan wieder spüre, dass das Kreuz, dass das Karma sehr stark wiegt. Ja? Damals hast du dich für eine andere entschieden, weil du einfach ja, da finanziell mehr Möglichkeiten bei ihr gesehen hast. Heute ist es die Nähe, die Jugendlichkeit, die berufliche Zusammenkunft, keine Ahnung. Egal wie, es tut genauso weh. Ich mache mir trotzdem viele Gedanken darum, ob das richtig ist, sich abzuwenden und aufzugeben. Für den Moment ist es die beste Entscheidung. Für mich. Universum. Ja, kompliziert durch eine andere Person, die hier aufgetaucht ist. Ihr werdet sehen, wie es weitergeht. Loslassen das große Thema, loslassen und schauen, wer wem näher ist. Ja, es fügt sich alles so, wie es richtig ist. Unterm Deck haben wir den Fuchs, ja, in Bezug auf die letzte Karte. Die Schlange scheint die falsche Person zu sein, aber es scheint auch der falsche Zeitpunkt zu sein, wo ihr beiden zusammenfinden sollt. Das ist ja heute meine Legung, unglaublich. Da passen die Karten gar nicht dazu, die ich hierher gelegt habe. Da will ich noch was anderes wissen. Ich habe jetzt mal die Secret Key Cards Nummer 3 und möchte gern wissen, wie das mit euch weitergeht. Ja, wir haben jetzt hier gesehen, du lässt los, er entscheidet sich für die Schlange. Die Schlange ist nicht lange im Rennen, auch bei ihm zeigt sich, er weiß, dass sie die falsche Person ist. Ja? Also der Fuchs und der Berg zeigt sich, dass diese Verbindung nicht von Dauer sein wird. Und das Universum sagt auch, die Schlange ist die falsche Person. Aber erstmal entscheidet er sich für sie. Aufgrund der Nähe, aufgrund der Jugendlichkeit, aufgrund der geschäftlichen Verbindung. So, und ich möchte über die Secret Key Card jetzt nochmal wissen, wie geht es langfristig mit euch weiter. Ja, das ist ein momentaner Abriss. Da sich jetzt schon der Berg unterm Deck zeigt bei ihm, wird diese Verbindung nicht lang halten. Aber er hat sich nun mal erstmal für sie entschieden. So. Jetzt brauche ich die Lupe. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Unbekanntes Terrain entdecken, sich vorwagen, eine Wanderung, Ideen, Kraft in der Natur sammeln, mehr nach draußen gehen, körperliche Betätigung, Neues ausprobieren, naschen, ein kleines Präsent, eine kleine Aufmerksamkeit und wortgewandte Redner, Überzeugungskraft, sich beeindrucken lassen. Ja, er wird wieder, ne, also mit Naschereien, mit oder ohne Geschenk auf dich zukommen. Er wird dich wieder mit seinen Worten einlullen, einwickeln wollen, dass er doch weiß, dass hinter eurer Verbindung steckt und dass du weiter daran festhältst. Das, was er jetzt hier rausgeplaudert hat, war ein momentaner Impuls um die Vollmondenergien herum, um diese Loslassenergien herum, um dieses, ich muss etwas von mir geben, ich muss einfach mir etwas von der Seele reden. Ja? Und ja, mit der Aussage darauf, dass er redegewandt mit dem Geschenk wieder auf dich zukommen wird, ist das Thema noch nicht gegessen. Und was haben wir noch? Neues Terrain. Ja, also dieses neue Terrain, dieser Waldweg spricht von einem Neubeginn. Also er wird neue Wege finden, er wird mit ihr nicht glücklich. Ja? Er zieht sie dir jetzt vor. Die Frage ist, wenn du dich jetzt hier rauslöst, wenn du deinen Schmerz verarbeitet hast, wenn du losgelassen hast für dich, ob du den überhaupt noch willst.
wofür brauchst du ihn denn? Ja? Also du bist selber eine starke, selbstbewusste Frau. Ja? Du hast dir auf diese Situation gehofft, darauf vertraut und daran geglaubt. Es ist auch dein Seelenpartner, aber einer, der es irgendwie noch nicht verstanden hat, der sich immer in der Komfortzone aufhält, sich nicht positionieren kann, und wenn er sich positioniert, dann das wählt, was erstmal einfacher und unkomplizierter ist. Ja? Er weiß genau, dass eine Partnerschaft mit dir schwieriger zu handeln ist, weil du mit ihm Klartext sprechen würdest, was dieses junge Ding vielleicht nicht tut. Ne? Und das macht es für ihn leichter, Dinge locker, leicht, fröhlich anzunehmen und ohne erstmal über die Konsequenzen drüber nachzudenken. Ja? Er sieht das mit dir, das habe ich vorhin schon gesagt, in so einer Schwere. Ne? Dadurch, dass es andere Themen gab, weswegen ihr nicht eure Liebe leben konntet, weil berufliche, finanzielle Probleme vielleicht lange Zeit dazwischen standen, die er regeln musste, sie ihm dann auch noch beruflich, finanziell geholfen hat, wie wir hier gesehen haben, bist du erstmal entfernt von ihm. Ja? Ich finde den Film, schaue ich gerne, Schweigen der Lämmer mit Hannibal Lecter. Und da geht es ja dann darum, den Mörder sozusagen zu finden. Und ein wichtiger Hinweis ist dann von Hannibal Lecter: Man begehrt, was man sieht. Ja? Also die Entfernung scheint bei euch schon mal ein Thema zu sein. Ja? Der Berg ist bei euch beiden definitiv etwas, was ein Hindernis darstellt. Und vielleicht ist es daran, wenn du an dieser Verbindung festhalten möchtest, wenn du dich besinnst und merkst, du kommst einfach nicht von ihm los, zu überlegen, wie kann man diese Entfernung, die zwischen einem liegt, wie kann man diese Distanz einfach überwinden. Ja, schwierig da jetzt noch was dazu zu sagen, weil es nicht zu den Orakeln zählt, die jetzt Yippie für den Zuschauer spricht. Dreimal die Schlange gefallen in allen drei Decks, ne? Das hat was zu bedeuten. Die Schlange spielt eine wichtige Rolle. Die Schlange ist seine Endkarte nach der Entscheidung. Er hat Gefühle auch für die Schlange entwickelt während der gemeinsamen Zeit, die sie zusammen gearbeitet haben. Du fühlst dich verarscht, sagst, nee, ich drehe dir jetzt erstmal den Rücken zu, also ich ziehe mich hier zurück. Ich bin ziemlich angefressen, weil ich etwas anderes in unserer Verbindung gesehen habe, was du immer noch nicht verstehst. Ja, so ist es. Alles nicht so schön jetzt gerade. Es war trotzdem ein Impuls, der raus sollte. Also ich möchte euch jetzt nicht hier hellhörig und eifersüchtig machen, ganz und gar nicht. Aber wenn so eine Schlange, wie in diesem Fall, wo ich denke, dass es eine Testkandidatin ist, ne? Weil auch hier doppelte Bestätigung mit dem Fuchs unterm Deck für die Schlange und dem Berg und dem Fuchs unterm Deck für die Schlange auf jeden Fall für die falsche Person sprechen. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was karmisch bedingt ist. Wir haben hier auch das Kreuz auf seiner Seite. Er weiß, dass das Karma ist, ja? Dass er früher schon so agiert hat, dass er früher schon nicht zu der Liebe zu dir stehen konnte, dass er es früher schon nicht hingekriegt hat in anderen Inkarnationen. Ja, und dieses karmische Thema ist Karma, was gelöst werden soll, was ihr überwinden dürft. Und ihr müsst einfach schauen, führt es euch wieder zusammen. Ne? Gut, ein Hinweis noch, Gewinnspiel läuft noch bis zum 3. Advent. Bis zum Sonntag, diese Woche auf die Frage, was ist dein Lieblingsweihnachtssong, was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Jeder, der eine persönliche Legung im Karmischen Kreuz gewinnen möchte, schreibt bitte in die Kommentare sein Lieblingslied und landet in meinem Lossäckchen. Es sind schon ganz viele drin, es haben sich schon einige beworben und das ist immer eine schöne Gelegenheit, das Universum entscheiden zu lassen, welche Botschaften dürfen gerade zu dir. Okay, ihr Lieben, auch wenn das jetzt nicht so prickelnd für euch war, gehe ich davon aus, dass es eine wichtige Botschaft ist, dass du auch für dich die Vollmond-Energiezeit, ob es jetzt direkt am Vollmond oder eben ein, zwei Tage später, aber dass du Dinge einfach nochmal für dich loslässt, dass du im Zusammenhang mit ihm, was dir alles schwer im Magen liegt, auf jeden Fall ins Universum schickst, um dich und deine Gesundheit nicht zu sehr zu belasten. Meine Lieben,
Ich freue mich trotzdem, wenn ihr wieder zuschaut, auch wenn ich heute mal der Überbringer der schlechten Nachrichten bin und hoffentlich nicht dafür geköpft werde. Aber wir werden mal schauen, was die Energien die nächsten Tage so mit sich bringen. Er hatte klare Botschaften für dich, die nicht schön sind, aber die dir trotzdem weiterhelfen, nämlich damit weiterhelfen, gut bei dir zu bleiben und zu sagen, okay, ich schaue nach mir, ich schaue, dass es mir gut geht, ich schaue, dass ich in meiner Balance bin, ich schaue, dass ich meinen inneren Frieden finde. Ja? Ihr Lieben, habt einen schönen Abend, bis bald, ciao, ciao.